Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Little Witch in the Woods. So, was haben wir denn jetzt hier? Genau das will ich verkaufen. Das soll sie analysieren. Erstmal will ich in den Shop. Aha, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wieso kann ich das automatische jetzt nicht freischalten? Okay, jetzt erstmal Zaubertrank verkaufen. Ja. Okay. Abbrechen. So, und dann muss ich mit ihr genau darüber sprechen. Diane, kannst du lesen, was auf diesem Zettel steht? Ein Zettel? Lass mal sehen. Das ist eine alte Hexensprache. Kannst du sie lesen? Ich habe alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe. Siehst du, du bist die Einzige, die im Unterricht eingeschlafen ist. Was steht dort? Moons? 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 Ich kann nur bis hierhin lesen. Was? Ich habe alles vergessen, denn es ist schon eine Weile her, dass ich es gelernt habe und ich habe es auch nicht benutzt. Oh, das liegt daran, dass Diane ihren Abschluss vor langer Zeit gemacht hat. Was ist deine Ausrede? So lange ist es auch nicht her, dass ich meinen Abschluss gemacht habe. Gibt es denn eine Möglichkeit, die alte Hexensprache zu entschlüsseln? Natürlich gibt es eine Möglichkeit. Wirklich? Die alte Hexensprache ist definitiv ein Fach, das man in der Schule lernt. Also muss es in deinem Kopf Wissen über die alte Hexensprache geben. Dir fehlt nicht das Wissen, sondern die Intelligenz, es zu nutzen. Das tut ein bisschen weh. Die Wahrheit tut weh. Deshalb empfehle ich den Trank zur Steigerung der Intelligenz. Trank zur Steigerung der Intelligenz? Es erhöht deine Intelligenz wie Gedächtnis, Deduktion und Sprache. Mit einem besseren Gedächtnis und einer besseren Deduktion wird das Entschlüsseln der alten Hexensprache zum Kinderspiel. Klingt wie ein Drogenhändler. Das ist echt. Ich verwende nur die von der Witch Potion Association genehmigten Rezepte. Aber Vorsicht, langfristige Einnahme kann zu leichten Folgeerscheinungen wie Kopfschmerzen, Erbrechen und geistigem Verfall führen. Das hört sich nicht geringfügig an. Mach dir keine Sorgen, denn es ist überhaupt kein Problem, wenn du es nur ein- oder zweimal verwendest. Ich werde das Rezept von Trank zur Steigerung der Intelligenz in den Hexenkatalog stellen. Du kannst einen kaufen, wenn du ihn brauchst. Mein Ziel ist es, pünktlich von der Arbeit zu kommen. So, dann gehen wir nochmal in den Shop. Ja. Zur Steigerung hier. Ich habe ja jetzt genug Gold. Ja, will ich. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. So, lass mal gucken. Die Kreide kostete 30. Okay. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Hast du irgendwelche Fragen? Nee, ich will weg. Auf Wiedersehen. So. Trinke den Trank der Intelligenz und lies die Notiz. Ja, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Nein, keine Schlüsselwörter. Nein, das auch nicht. Sondern das. Wie kann ich das jetzt freischalten? Sammelter Gegenstand.
Ach so. Wie schalte ich das frei? Oder geht das dann automatisch halt am Kessel? Das muss ich dann ausprobieren. So, ach so, warte. Verwenden, alles klar. So, da brauche ich Vogelblume und Kürbis-Terrierfell. Ja, das müsste ich auch haben, auch in der Menge. Ach so, und das ist ein einmaliges Ding, alles klar. Okay, dann lass mal ins Dorf gehen, schnell zu der Händlerin. Hallöchen, ich bin wieder da. Ich muss euch mal kurz rupfen. Danke. Entschuldigung. Sehr schön. Habe ich die nur nicht gezeichnet? Das muss ich dann aber auch noch mal nachholen. So, unten muss sie sein. Unten ist sie, die Händlerin am Brunnen. Jawohl. Herzlich willkommen. Brauchst du etwas? Jawohl. Stopp. Oh, da gibt's 100. Beide. Ja. Ja, zeig mir noch mal den Shop wegen Kaufen. Zusätzliches Taschenfach, das ist Schlamm. Griff für den Röster, den kaufe ich mir jetzt. Okay. Ansonsten. Okay. Also was ich mit den Sachen. Das mit den Pilzen ist wahrscheinlich ganz. Ach, da kriege ich wahrscheinlich irgendwelche Sachen freigeschaltet. Mal sehen. Komm jederzeit vorbei. Jawohl. Okay, so, das war's. Danke. Okay, so. Aber, okay, Süßigkeiten ausliefern oder verkaufen. Okay, da muss ich noch ein bisschen was machen. So, jetzt muss ich das. Griff für den Röster, okay. So, jetzt muss ich mir das herstellen. Aber ich komme trotzdem nicht zu dem Dings, ne?
So. Wollte aber noch ein Foto machen. Gott sei Dank, was ist denn hier los? Und hier komme ich ja bei beiden nicht weiter. Ist ja beides gesperrt. Habe ich von dem denn schon ein Foto gemacht? Foto, das ist gut, ne? Ja, okay, das. Das ist. Verstanden. Das Hexencode kann ich gar nicht zeichnen. So. So, und dann will ich nochmal das zeichnen, hier diese Buschwanze. Jawohl. Sammle eine Sekunde nach dem Auftauchen, meine Güte. Aber hier oben sind die Ranken auch, ne? Sehe ich gerade. Hier sind sie auch. Die stacheligen Ranken sind ganz nach oben gewachsen und blockieren den Weg. Es muss einen Weg geben, um hinüberzukommen. Geh näher ran und sieh es dir an. Ja, ich muss hier so einen Belebungstrank. Wenn diese nur so gut wäre wie die daneben, dann könnte ich sie überqueren. Genau das meine ich. Sie ist verdorrt, also finde einen Weg, sie wiederzubeleben. Wenn du es wirklich nicht weißt, kannst du auch andere fragen. Einen Weg, ihn wachsen zu lassen. Verwelkte Bohnensprosse. Okay. Hilfe, was ist denn hier los? Den muss ich. Ahornkraut, jawohl. Sind weit aus. Versuche also, sie zu ziehen, während du sie nach links und rechts schüttelst. Okay. Und dann haben wir noch was. Nee. So, und dann haben wir M. Was ist hier mit M? Warum? Und N? Ja, ach so, da muss ich den Fuchs fragen. Es ist schon wieder so spät, ne? Oh.
Okay, also. Ist ja gut. Ich muss auch noch Hexenkraut pflücken. Dazu muss ich aber auch das Richtige auswählen, ne? Hexenblume, Entschuldigung. So, dann muss ich. Diesen Intelligenztrank da machen. Hier ist gar kein einzigartiges Ding mehr von diesen Blümchen. Da war doch mal eins. Welch ist es? Welch ist es? Okay. So, dann müssen wir das Ding reparieren, den Trank machen. Oh Gott. Also, wir können jetzt erstmal das Ding reparieren. Das, soll ich den Metallgriff verwenden? Den ich für den Röster habe? Ja, bitte. Verwenden. Gut, jetzt kann ich den Röster benutzen. Gute Arbeit, du wirst mehr Tränke herstellen können. So, dann lass mal kurz gucken. Verbranntes Kürbisterrierfell. Okay. Also, Denne muss ich machen. Den Intelligenz-Dingsbums. Das war falsch. Das ist das Einzige. Ich brauche vier Vogelblumen und vier Kürbisterrierfell. Jawohl. Wunderbrot. Nudele. So, Vogelblumenwasser, jawohl. Aua. Und jetzt mal kurz gucken. Ach so, das mache ich da. Ja, nicht zu spät, ne? Und der macht von alleine. Gut. Das finde ich sehr toll. So, abgeschlossen. Habe ich das jetzt im Inventar? Ne, muss ich irgendwie rausnehmen. So, dann brauche ich hier noch mal was. Dann brauche ich noch mal das. Jawohl, so, dann kann ich ein bisschen Krempel machen.
Ich werde nur vorher speichern. Weil es mit deinem Trank misslingt. Ja gar nicht geschummelt, nein. Speichern. Jawohl. Aber dafür war das einfach zu kostbar, um zu sammeln. So, weil ich die Blumen jetzt nicht kriege sonst, ne? Oh, der hat jetzt da oben so eine Auszeichnung. Manuelles Crafting. Ja. So, ich brauche erstmal das Vogelblumenwasser. So, dann müssen wir. Was ist denn jetzt? Bitte nicht. Ah. Manchmal. Ah, jetzt verstehe ich. Ah. Jetzt verstehe ich, wie ich den Löffel loskriege, wenn der sich festgebackt hat. Okay. 69, okay. Also gut, Trank zur Steigerung der Intelligenz ist fertig. Ich habe das Gefühl, ich bin schon schlauer. Jetzt ist es wohl an der Zeit, ihn zu trinken. Na dann mach. Was denkst du? Bist du ein bisschen schlauer geworden? Die Erde ist rund. Die Erde ist flach. Wenn es rund ist, wie können dann die Menschen darunter oder an den Seiten stehen bleiben? Das liegt daran, dass die Erde die Objekte über ihr anzieht. Und der Grund, warum diese Kraft auftritt, ist: Sei nicht dumm und lies den Zettel, wenn er funktioniert. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob du wirklich klüger geworden bist. Die alte Hexensprache ist einfach. Mondtränen, eine Mondblume und eine Tasse heiliges Wasser. Gib das heilige Wasser zum Saft von Mondblume und koche es unter Rühren im Uhrzeigersinn bei niedriger Hitze auf, bis es kocht. Das ist einfacher, als ich dachte. Warte, da ist noch mehr Schrift. Wurde gemacht, weil es schwierig war, mit Mondöl auszukommen. Ich kann nicht mehr lesen. Ich glaube, die Medizin lässt nach. Aber ich habe trotzdem die wichtigen Informationen bekommen. Aber das heilige Wasser, wo können wir das bekommen? Normalerweise kannst du es an Orten wie Schreinen bekommen, aber ich glaube, hier musst du es von Diane kaufen. Oh Gott. Die verdient sich eine goldene Nase an uns doch. Gut, da wir Mondblume haben, können wir es gleich herstellen, sobald wir das heilige Wasser haben. Frisches Wasser. Okay, so. Ja, alles klar. So, N. Ja. Und, ach so, ich war noch gar nicht im Dorf mit dem Anschlagbrett, ne? Mondtränen, heiliges Wasser. Das ist auch so ein Einmal-Dingen, ne? Ja, ich habe Mondblume, aber nur eine. Hat das denn gereicht? Ah, da brauche ich nur eine, Gott sei Dank. Okay. So, und jetzt muss ich noch mal gucken. Der Unkrautvernichtungstrank, da will ich jetzt mal gucken. Autohandwerk. Ja. Super. Kann ich noch mal? Okay.
Dann kann ich die nämlich verkaufen. Oh, 46. Und dann nochmal das heilende Bonbon. Ja, da muss ich nochmal manuell machen. So, warum wird es denn dann immer so nebelig? Okay. Dann lass noch mal gucken. Okay, das steigt auch, wenn es automatisch gemacht wird. Alles klar. Ach, die anderen Tränke kann ich ja von ihr kaufen. Okay, so meine Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.